Heute zeige ich dir, wie du aus einer ganz einfachen, langweiligen Fußmatte ein Unikat gestalten kannst. Hey und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Nina von Delari und ich zeige dir hier auf dem Makerist Easy DIY Kanal jede Menge Easy DIY und Nähprojekte. Heute zeige ich dir, wie du aus einer einfachen Fußmatte ein richtiges Unikat machen kannst und immer individuell auf dich anpassen kannst. Denn ich habe mir eine Plotterdatei erstellt mit Hello Sunshine, aber ich zeige dir auch in diesem Video, wie du dir eigene Stempelschriften erstellen kannst. Denn das kannst du quasi aus jeder Schrift. Stempelschriften haben diese kleinen Löcher in den O's und E's und A's und ich überall. In allen Buchstaben, wo ein Leerraum drin ist, haben die quasi ausgefüllt, indem man diesen Hohlraum quasi mit einer Linie verbindet. Das zeige ich dir im DIY-Teil ganz genau. Aber wenn du gar keine Lust hast, dir deine eigene Stempelschrift zu erstellen, sondern genau meinen Schriftzug haben willst, habe ich ihn dir wieder als kostenlose Datei unten in die Beschreibung gepackt. Also draufklicken, runterladen, loslegen. Für meine Fußmatte habe ich einfach eine nicht bedruckte Fußmatte genommen. Die liegt auch schon seit einem Jahr vor meiner Tür. Ziemlich langweilig. Das wollte ich jetzt ändern. Und deswegen habe ich mir einen Spruch mit Acrylfarbe drauf gemacht und Stempelfolie von Silhouette, die ich im Cricut Maker verwendet habe. Das heißt, Material markenübergreifend verwendet. Und ich zeige dir in diesem Video, wie du damit umgehst, wenn du mit dem Cricut Maker arbeitest. Ich habe hier ja mit Stempelfolie gearbeitet. Ich habe zwischendurch überlegt, ob man das vielleicht auch einfach mit Vinylfolie machen könnte, die man noch zu Hause hat. Natürlich wusste ich vorher schon, dass Stempelfolie auf jeden Fall ein bisschen dicker ist als Vinylfolie. Und muss auch sagen, die Stempelfolie in der Handhabung war genau die richtige Dicke. Von mir aus hätte sie sogar noch ein bisschen fester sein können. Wenn man dann auf Vinyl wechselt, ist das alles noch viel dünner und flatteriger. Deswegen würde ich das nicht machen. Du kannst es gerne ausprobieren. Wenn du das gemacht hast, schreib mir doch unten in die Kommentare, ob das geklappt hat oder auch nicht. Ich hoffe schon, dass es geklappt hat, damit alle anderen das auch nachlesen können. So, bevor wir loslegen, möchte ich noch einmal kurz dich darauf hinweisen, dass der Makerist Easy DIY Rabattcode noch bis Ende Februar gilt. Heißt, wenn du jetzt die Materialien shoppen willst für die Fußmatte, dann verwende den doch auf jeden Fall, denn der gilt auf Materialien, Anleitungen und Kurse bei Makerist. Aber jetzt zeige ich dir erst einmal, wie ich die Fußmatte umgesetzt habe. Für meine Fußmatte habe ich verwendet, die ist 60x40 cm, Stempelfolie von Silhouette, aber die kann ich auch auf dem Cricut verwenden. Eine Fusselrolle, Acrylfarbe in Schwarz, sowie ein Stempelpinsel und du kannst noch etwas Kleberolle und einen kleinen Pinsel gebrauchen. Als erstes schaue ich mir einmal die Stempelfolie an. Die hat zwei Seiten, einmal eine matte und eine glänzende Seite. Die glänzende Seite ist das Trägerpapier, die matte Seite ist die Klebefolie. Das heißt, die glänzende Seite kommt nachher auf die Schneidematte drauf. Und die matte Seite schaut uns so an. Die Übertragungsfolie brauchen wir nicht. So, als erstes zeige ich dir einmal, wie du dir Stempelschriften erstellst, die in den O's und so zum Beispiel kleine Aussparungen haben, damit dir das O beim Aufkleben nachher nicht verloren geht. Suche dir erst einmal deine Schrift aus, die du gerne verwenden möchtest. Dieses hier ist meine. Dann verschweiße ich mir einmal alle Elemente, damit das Wort auch als Ganzes geschnitten wird und nicht nur einzelne Buchstaben. Erstelle mir ein neues Textfeld und setze mir da ein L rein, ein kleines L. Die Schrift ist blöd dafür, ich will ja einen geraden Strich haben, also nehme ich einfach diese und nehme mir mein L, ziehe mir es zur Seite, lege es mir einmal quer, drücke auf das Schloss, dann kann ich das nämlich so verformen, wie ich möchte, gebe dem noch eine andere Farbe, hier einfach rot, damit ich sehe, wo das Element sitzt. Und forme es mir nun ganz schmal über das Loch meines E's. Dann klicke ich einmal die Schrift und den Strich an und beschneide es einmal. Dann kann ich das Rote entfernen, nochmal entfernen. Und rechts seht ihr, da sind dann noch so kleine Striche, die entferne ich mir auch. Und zack, habe ich das Loch des E's ausgefüllt. Das mache ich nun mit allen Buchstaben, indem ich so eine Form drin habe. Das O, das S und das E am Ende. Wenn du aber gar keine Lust hast, das jetzt so umzusetzen, habe ich dir die Datei von mir natürlich auch hinterlegt. Die kannst du dir jetzt hochladen, auf deine Breite ziehen, die du brauchst. Bei mir sind es 45 cm maximal.
Dann markiere ich mir einmal meine Schrift und zerlege sie. Da meine Schneidematte nicht groß genug ist, brauche ich einmal Hello und einmal Sunshine einzeln. Diese verbinde ich dann wieder. Sunshine gebe ich eine andere Farbe, damit es auf einer zweiten Schneidematte landet. Und nun noch einmal markieren und verbinden klicken, damit auch alles auf der Schneidematte landet. Jetzt kann ich auf Herstellen gehen. So sieht das jetzt aus. Einmal Hello auf einer Schneidematte und Sunshine auf der zweiten Schneidematte. Und dann kann ich auf Weiter. Ich verbinde mir meinen Cricut Maker per Bluetooth und nun suche ich mir das Material aus. Dafür gehe ich einmal auf alle Materialien, gehe runter zu Vinyl und da nehme ich Vinyl-Schablone. Nicht Schablonenfolie 0,4, die schneidet dir das durch, sondern Vinyl-Schablone. Dann einmal auf Fertig klicken, mir das Material auf meine Schneidematte kleben, die matte Seite nach oben, die glänzende nach unten, in den Cricut Maker einziehen lassen. Hier drehe ich mir das Hello noch, weil mein Material anders auf der Schneidematte liegt, als ich vorher dachte. Und lass den Cricut Maker schneiden. Hier in diesem Bereich steht das Hello, das kannst du leider nicht sehen. Das schneide ich mir jetzt auch einmal grob mit einer Schere aus, damit ich das Restmaterial weiterverwenden kann für das Sunshine. Und bei dem Sunshine mache ich alles genauso wie bei dem Hello. Einmal ausschneiden lassen. So, nun klebe ich mir das Hello einmal auf den Tisch und werde mir das Sunshine an das Hello herankleben. Dafür nutze ich die unteren Kanten und klebe es mir einmal so fest, wie du es hier siehst. Achte dabei darauf, dass das Hello und das Sunshine ganz gerade als eine Linie sitzen. Hat bei mir leider nicht geklappt, ist mir auch erst ganz zum Schluss aufgefallen, also der Tipp von mir. So, bestimme einmal die Mitte deiner Fußmatte. Entfussel sie auf jeden Fall. Hast du keine Fusselrolle zur Hand, kannst du hier auch das Klebeband nehmen, einmal um die Hand wickeln und einmal ein bisschen Dreck entfernen. Da ist die Mitte und nun lege ich mir meine Folie drauf. Dafür entferne ich das Trägerpapier, das ist das braune hinten, ganz, ganz vorsichtig, damit ich mir meine Schablonenfolie nicht einreiße. Lass dir hier ruhig etwas Zeit. Du kannst hier auch, denke ich, Vinylfolie für eine Schablone benutzen. Aber wie du siehst, ist die Stempelfolie schon etwas flatterig in der Handhabung. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. Jetzt noch einmal testen, ob das Hello Sunshine auch mittig sitzt. Alles richtig gerade rücken. Dann fixiere ich mir das alles noch mit Stecknadeln, damit mir nichts verrutscht, wenn ich gleich die Farbe auftupfe. Und dann geht es auch schon ran ans Malen. Etwas Acrylfarbe in die Schüssel und mit dem Schwammpinsel einmal die Farbe auftupfen. Nimm nicht zu viel Farbe, damit es dir nicht unter die Schablone läuft. Und dann entferne die Schablone ganz vorsichtig. So, nun werde ich mir die künstlich erstellten Linien in dem Hello OS entfernen, indem ich mir mit einem Pinsel noch diese Linien durchmale. Und ich male die Schrift auch noch ein bisschen an einigen Stellen nach, wo die Farbe nicht ganz so gut gedeckt hat. Und tada! Fertig ist meine individuelle Fußmatte, außer du machst es mir jetzt nach, aber dann haben wir beide wunderschöne Fußmatten, also los geht's! Meine Fußmatte hat die Maße 60x40, ich habe aber nur eine Schneidematte, die 30 cm breit und hoch ist, dementsprechend musste ich meinen Plot aufteilen. Ich würde aber empfehlen, hier vielleicht doch einmal zur größeren Schneidematte zu greifen. Ich werde sie mir jetzt auch definitiv bestellen. Das ist nämlich schon das zweite Projekt, wo ich mir gedacht habe, naja, die lange Schneidematte wäre vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Das heißt, sie wandert jetzt in meinen Einkaufswagen und die nächsten Projekte werden wir dann auf jeden Fall mit der großen Schneidematte umsetzen, wenn es das Projekt braucht. Also, das Projekt ist mit einer 30x30 cm Schneidematte umsetzbar, so wie ich das gemacht habe. Aber mein kleiner Fehler, dass mir das Hello ein Stück runtergerutscht ist, wäre nicht passiert, hätte ich eine große Schneidematte gehabt. Was soll's? Und wie gefällt dir meine Fußmatte? Schreib es mir doch unten in die Kommentare. Ich wollte das schon ewig machen, habe das mal vor mich hingeschoben, weil ich dachte, das wird bestimmt total schwierig, alleine durch diese Leerräume in den Buchstaben. Bin dann aber darüber gestolpert, dass man das ja verbinden könnte und habe das so gemacht und bin super happy mit dem Ergebnis, bis auf, dass mein Hello leider nicht ganz gerade sitzt. Es ist ein bisschen runtergerutscht. Ja, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Ich kann dir nur den Tipp geben, kontrolliere das auf jeden Fall dreimal, bevor du anfängst zu malen. Ich finde es aber trotzdem nicht schlimm. Und so ist meine Fußmatte definitiv ein Unikat.
Und wenn ich dich jetzt inspiriert habe, deine eigene Fußmatte zu designen und du es auf Social Media postest, dann freue ich mich total, wenn du Makerist drauf verlinkst, damit ich das auch sehen kann. Ich freue mich nämlich immer total, wenn ich sehe, dass euch meine Projekte so gut gefallen wie mir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und drück die Glocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Denn ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hallo, da bin ich wieder. So, auf geht's. Eigentlich müsste ich mir den auch nochmal ranholen. Aber noch ein kurzer kleiner Einwand. Nein. Drück die Glocke. Nee. Dann freue ich mich. Große Schnittmuster. Große Schriften. Masken. Große sind ratsam. Was ist denn ratsam? Ich mache mir vor Videos immer Notizen. Ich habe mir Notizen mit Kürzeln gemacht, wo ich leider nicht mehr weiß, was es heißen soll. Ich habe es mit SM abgekürzt. Das steht eigentlich für Schnittmuster. Ich habe hier aber gar kein Schnittmuster verwendet. Ach, Schneidematte. Ja, Schneideband. Schneidematte. SM für Schneidematte, SM für Schnittmuster, SM für Sommermonat. Schuhmatte. Schönen Montag. Wir haben Freitag.